Hi Leute, ich wünsche euch erstmal einen wundervollen Start ins Jahr 2017. Ich hoffe, dass alle eure Träume in Erfüllung gehen und was ihr euch vornehmt und bla 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 und so weiter und so fort. Wie sich unschwer am Titel erkennen lässt, geht es heute um meinen neuen Schminktisch, um meine Make-up-Sammlung. Also es ist jetzt nicht viel, also es gibt immer so YouTuber, die sagen, ja, ich habe wirklich nicht viel, also ich bin auch kein Profi und so. Und dann haben die ja so 200 Kilogramm Make-up in ihrem Tisch versteckt. Und ja, ich habe wirklich nicht viel. Aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu kommen. Und am Ende gebe ich euch noch 3 Spartipps in Sachen Kosmetik. Deswegen lohnt es sich, dran zu bleiben. Wie gesagt, die Links von dem Schminktisch, von Beleuchtung, alles, was ich euch an Links geben kann, findet ihr in der Infobox. Und ja, dann geht's auch schon los. Also das ist der Schminktisch Elsa, so heißt der. Wir haben ihn in der Garage aufgebaut. Es war eine tolle Aufbauanleitung dabei und es war auch gar nicht so schwer. Ja, doch, was ist ein Schminktisch ohne Beleuchtung? Ich habe sie jetzt mal ausgemacht, damit ich euch das besser zeigen kann. Und zwar habe ich mir einen LED-Streifen gekauft. Da war es dann so, dass da kein Netzteil dazu war, was ich an die Steckdose anschließen konnte. Deswegen hat mein Papa mir eins ausfindig gemacht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn in den Spiegel reinzukleben. Ja. Ich wusste nicht, ob es dann was wird mit einer guten Beleuchtung. Ich habe einfach auf gut Glück gemacht. Und natürlich habe ich ihn nicht zerschnitten. Also man kann ihn auch zerschneiden, aber ich habe ihn nicht zerschnitten. Das wäre noch viel, viel mehr Aufwand gewesen. Und ja, deswegen habe ich ihn einfach von Spiegel zu Spiegel einfach hier drüber geklebt, aber das sieht halt ziemlich doof aus. Deswegen hat mir meine Mom solche Rosendrähte gegeben und ich fand, die sahen ganz süß aus. Und ja, der Schminktisch damit verziert, finde ich noch viel, viel schöner, als er davor aussah. Und ja, so fällt das halt, ich meine, man sieht es zwar noch, dass da ein LED-Streifen ist, aber es fällt halt nicht mehr so sehr auf. Und an der anderen Seite habe ich einen weißen Rosendraht. So sieht er halt beleuchtet aus. Der LED-Streifen ist nicht wasserdicht, deswegen wird es ein bisschen schwierig, die Spiegel zu putzen. Aber ich überlege mir noch, dass ich vielleicht unter dem Tisch eine Steckdosenleiste mit Kippschalter hinlege, dass ich den LED-Streifen, das Netzteil davon, da einstecken kann und nicht immer raus und rein den Stecker machen muss, weil das ist schon ziemlich laut und vor allem, wenn ich mich früh vor der Schule schminken möchte, dann mache ich ja hier alle wach. Ja. Das soll es erstmal zu dem Schminktisch gewesen sein. Dann machen wir jetzt weiter mit meiner Schminksammlung, die ja noch nicht so groß ist. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal links an. Das ist so ein kleiner Behälter, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Da bewahre ich so meine Kajalstifte und meine Mascaras und meine Eyeliner drin auf. Zum Beispiel habe ich die Miss Manga. Die ist toll, die habe ich aber aus Versehen halt in Blau gekauft. Dann die hier, die war ja in meinem Adventskalender drin. Meinen Eyeliner, den nehme ich halt am allerliebsten, den hier von Catrice. Ich nehme eigentlich fast nur Flüssig-Eyeliner. Ich will dann auch mal Gel-Eyeliner mit Pinsel versuchen. Vielleicht klappt das ja auch. Dann habe ich hier noch so einen blau schimmernden Eyeliner. Ja, hier sind halt noch ein Lipgloss und ein Lippenstift drin, weil da kein Platz mehr war, wo eigentlich die Lippenstifte hingehören. Noch Kajalstifte in verschiedenen Farbtönen. Ein zweiter nach rechts befinden sich meine Pinsel. Ich habe mir vor Jahren einfach mal ein ganz normales Pinselset bestellt, ohne jetzt zu gucken, von welcher Marke das ist. Ich glaube, es ist sogar No Name, keine Ahnung. Ich werde mir demnächst auch ein neues Pinselset mal zulegen, vielleicht sogar von ein bisschen höherwertigen Marken, vielleicht Zoeva oder so, mal schauen. Ich habe sowieso vor, mir ein bisschen mehr High-End-Make-up zu legen und das soll ja auch mein Beruf werden und da sollte man schon mit ein bisschen hochwertigeren Dingen arbeiten. Hier kommen wir auch schon zu meinen Parfüms. Da habe ich eins von Christina Aguilera, das haben mir ein paar Freunde zu meinem Geburtstag geschenkt. Die Abschminktücher, wie ihr schon gesehen habt, das habe ich zur Jugendweihe mal bekommen. Also das benutze ich auch nicht oft, das ist schon hornalt.
Und ja, dann steht hier eigentlich noch eins, aber das ist irgendwie gerade nicht da. Ja, das sind meine ganzen Lip Balms und Lip Liner. Da habe ich zum Beispiel zwei von Baby Lips, den Pina Colada und einen normalen. Dann habe ich hier einen Labello mit Sonnenschutzfaktor, der ist echt gut im Sommer. Das ist ein Himbeerbalm von Yves Rocher. Den hat mir meine Mom irgendwann mal gegeben, weil sie ihn nicht mehr brauchte. Ja, hier steckt auch noch ein Lipgloss von Maybelline drin. Hat auch nicht bei den Lippenstiften so richtig reingepasst, deswegen. Hier ist von NYX ein Ombre Lip Liner. Und NYX, also die Marke habe ich ja schon geliebt, bevor ich überhaupt ein Produkt von denen hatte. Ich glaube, von denen werde ich mir auch noch sehr, sehr viel zulegen, weil die sind toll und die sind bei DM. Und dann muss ich nicht ständig Versandkosten bezahlen. Ganz viele Lip Balms noch und dann halt verschiedene Lip Liner in verschiedenen Tönen. Und ja, nicht wundern, das hier ist ein Kajal. Aber den benutze ich auch ganz gerne mal, wenn ich mir mal blaue Lippen machen möchte. Dann nehme ich halt nur den Kajal für meine Lippen. Das gibt dann auch mal schöne kühlere Looks. Dann haben wir hier von The Balm Meet Matte Hughes die Mini Lipsticks. Und die sind so toll. Ich habe mich so in die verliebt. Die sind einfach der Wahnsinn. Und ich benutze die jetzt eigentlich fast jeden Tag. Ich trage zum Beispiel gerade Binde. Und die lassen sich so, so gut auftragen und sind matt und halten einfach Ewigkeiten. Du kannst damit alles machen und die halten. Und das ist so geil. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Spiegel, wenn es mal ein bisschen näher sein muss. Zum Beispiel für Eyeliner oder falsche Wimpern aufkleben oder sonst was. Dieses kleine Teil hier, da können 24 Lippenstifte, glaube ich, rein. Und das habe ich auch auf Amazon gekauft für ein paar Euro. Kann ich euch auch in die Infobox verlinken. Viele, viele Lippenstifte von Essence. Dann haben wir hier drei Lippenstifte, die mir meine Freundin geschenkt hat. Und zwar von Catrice. Das ist ein orangener. Den Marke habe ich keine Ahnung, aber der ist lila. Und der ist auch ganz cool. Von Trended Up Ultra Matte Lipstick. Und der ist richtig cool. Richtig, richtig toll. Dann habe ich hier noch von P2 ein, das ist auch sowas wie eine Soft Matte Lip Cream, hat sie mir auch geschenkt und der ist richtig, richtig pink und eigentlich hasse ich pinke Lippenstifte, deswegen mache ich den auch so gut wie nie drauf, aber naja, manchmal gibt es so bestimmte Anlässe oder ein Video, wo das halt gut passt. Meine ersten zwei Soft Matte Lip Creams von NYX, ich liebe NYX, ich kann es nicht oft genug sagen, da habe ich einmal Berlin. Und einmal Transylvania. Transylvania war ja mein allererstes NYX-Produkt. Das war ja im zweiten Türchen von meinem Adventskalender. Und ja, ich liebe sie einfach. Und hier ist noch ein Lip Balm drin. Ja, das ist so ein Lip Balm von Chanoan. Meine Mom hat mal bei Chanoan gearbeitet. Wenn ihr wollt, dass ich von dem Meet Matte Hughes mal ein Lip-Lookbook mache, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind wieder längst angekommen und die erste Schublade geht auf. Hier sind meine ganzen Blushes bzw. mein ganzes Rouge drin. Da habe ich auch eins von NYX, eins von Essence. Das ist eigentlich ziemlich gleich dem vom NYX. Das ist übrigens in der Farbe Amber. Dann habe ich noch eins von Essence, dieses Ombre Blush. Und eins von Catrice. Die Fächer habe ich immer mit so einem Staubtuch ausgelegt und das dann angeklebt, dass die Fächer nicht zu dreckig werden. Und außerdem waren die Fächer innen drin ziemlich rau und glaube ich auch nicht lackiert. Deswegen ist es ziemlich unangenehm, das anzufassen. Deswegen habe ich auch das Tuch reingelegt. Ja, das ist so ein kleiner Schminkbeutel von Yves Rocher. Den gab es mal als Geschenk dazu. Und da sind meine ganzen Haarklammern drin. Und dann habe ich noch eine Feuchtigkeitscreme von Yves Rocher. Und hier sind meine ganzen Schwämme drin. Hier ist ein kleiner Spitzer drin. Und da sind noch kleine Applikatoren von Essence. Machen wir mit den Schubladen hier unten weiter. Hier oben ist alles, was das Thema Haut angeht. Hier habe ich ein paar Gesichtsmasken von Balea drin. Das hier habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Das ist von Garnier, so ein Augenroll-On, der soll irgendwie so dicke Tränensäcke bzw. Augenringe mildern. Macht es auch ganz gut, deswegen immer früh, wenn ich zur Schule muss, stehe ich ja leider immer viel zu früh auf und dann mache ich das drauf und dann sind meine Augen schon weniger dick. Das hier und das sind so grüne Pigmente, die macht man ja auf Rötungen drauf, weil grün ist ja die Komplementärfarbe zu Rot und dann neutralisiert sich das. Und genau diese grünen Pigmente habe ich vor ein paar Tagen weggeworfen.
weil sie alle waren. Deswegen war es ein bisschen sinnlos, die euch vorzustellen. Aber dafür habe ich mir Neues gekauft. Und zwar von NYX der HD Studio Photogenic Concealer. Und der ist auch grün und der ist genau dafür gedacht, dass ich euch gerade erklärt habe. Dann mein Make-up, die Fit Me Foundation in der hellsten Farbe. Ein etwas dunklerer Fit Me Concealer, den als Concealer Highlight in der T-Zone nehme ich immer den Wake-Up Concealer von Manhattan, auch in der hellsten Farbe. Dann zum Fixieren ist Nude Illusion Powder von Catrice. Das ist ein loses Puder. Und wenn es um spezielle Anlässe geht und so, nehme ich auch mal einen Primer. So, in der mittleren Schublade ist erstmal ein Haarreifen drin. Zum Haare zurückstecken, wenn ich mich schminke. Die The Balm Appetit Palette. Die ist wirklich toll. Das ist meine allerliebste Lieblingspalette, die ich habe. Die ist einfach nur super. Dann die Rock Nudes Palette von Maybelline. Die habe ich hier von Essence noch ein kleines Silber Eyeshadow. Von BH Cosmetics. Da haben wir hier schon mal die. Und darunter ist noch eine Palette. Und da gibt es noch mehr mit Glitzer und Metallic. Und die ist echt cool. Hier hinten sehe ich gerade, habe ich noch. Eigentlich ist es für Nägel, aber ich nehme es auch gerne mal für Augen-Make-up oder sonst wo im Gesicht. Goldenes Glitzer und silbernes Glitzer. So, und der rechten Palette. Hier ist alles, was Augenbrauen und Contouring angeht. Und die Highlighter-Palette von The Balm. Dann ein Highlighter aus der Drogerie, das ist von Rival Loop. Und von Essence Bronzing Powder nehme ich zurzeit zum Konturieren. Habe ich aber gelesen, dass es gar nicht so gut sein soll, wegen den Schimmerpigmenten da drin. Deswegen werde ich bald zur Konturpalette von NYX übersteigen. Der Essence Eyebrow Stylist, das ist auch sehr cool, nehme ich jeden Tag. Dann von Fingers habe ich hier einen Wimpernkleber bzw. Nagelkleber. Ardell Professional, ein paar von denen habe ich heute auch drauf. Habe ich mir zur Karnevalszeit geholt, die sind ganz cool. Dann habe ich hier noch so Kopfschmuck drin. Ja, hier unten haben wir eigentlich nur noch meine Extensions. Dann Haarbürste, Haarpflege und Glätteisen und sowas. Und hier unten sind eigentlich Bandanas und Haargummis drin und sowas. Und das ist einfach nur ein Schmuckkästchen, das sind meine ganzen Armbänder drin. So, ich drehe jetzt noch für euch die Spartipps nach, weil ich aus irgendeinem Grund die nicht aufgenommen habe, warum auch immer. Erster Spartipp. Es gibt eine Webseite, die nennt sich Cosmetic4Less. Und da gibt es einige Marken, ausgewählte Kosmetikmarken, die es da etwas günstiger zu kaufen gibt. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Zweiter Spartipp. Kauft. Auf Kleiderkreisel geht das sehr gut, wirklich sehr gut. Denn auf Kleiderkreisel könnt ihr gleichzeitig noch auswählen, ob es komplett ungebraucht sein soll oder ob es in einem sehr guten Zustand sein soll. Da habe ich mir auch schon einiges geholt und ich sag nur, die NYX Konturpalette im Laden 20 Euro. Auf Kleiderkreisel habe ich sie für 9,40 Euro bekommen. Komplett wie neu. Müsste bald ankommen. Ist noch nicht da, aber bald. Eigentlich mache ich das ja mit Klamotten auch so. Alle meine Lieblingsteile sind von Kleiderkreisel. Man kann da einfach nur sparen. Und mein dritter Spartipp. Jede Kosmetikfirma hat eine Facebook-Seite. Liked diese Facebook-Seiten und vor allem in der Adventszeit, November, Dezember, macht an jedem Gewinnspiel mit, was ihr da seht. Wirklich, an jedem. Ja, es besteht nicht so eine große, sondern eher nur eine geringe Chance, dass ihr etwas gewinnen könnt. Aber immerhin besteht eine geringe Chance, dass ihr etwas gewinnen könnt. Und naja, jeder freut sich mal, wenn er was gewinnt. Ich habe zum Beispiel jetzt in der Adventszeit das von The Balm gewonnen, was ich euch gezeigt habe. Einmal die Lidschattenpalette, die Liquid Lipsticks und die Highlighterpalette. Und das ist ein Wert von 100 Euro. Das hätte ich mir so nie leisten können. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch natürlich einen Daumen nach oben. Und klickt schnell auf Abonnieren bzw. auf die kleine Glocke daneben, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und dass ihr auch kein weiteres Video verpasst, denn in 2017 habe ich schon vor, viele coole Videos und auch eine Videoreihe auf die Beine zu stellen. Und ja, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Na dann, bis zum nächsten Video. Bye!